weeks ago, I was trying to sell a High Mage's magical scepter in order to pay the rent. The problem was that every time I tried to do it, the buyer would at first be interested, but then become shaky, wanting nothing to do with it. Also, there was an incident that would keep me from going to a few more buyers. So because of this, I had to seek greener pastures in another city. The people here seem a bit jumpy, including the Watch. It looks like some of the Watch used to work for Sheriff Gorman Truart. I'd better not bump into the wrong people here while relieving the locals from the burden of their valuables. Well, if I'm going to find a place to stay, I'm going to need some more money. Since I want to acquire a place here, why not use the city's own valuables to pay for it? Und da sind wir bei einer weiteren C-Fan-Mission. Und zwar bei Gords Mission. Ich würde mir nicht weigern, diesen langen und unsinnigen Namen auszusprechen. Diese Mission habe ich leider schon gespielt. Ihr habt sie, denke ich mal, im Stream bei mir gesehen, bei den Leuten, die dabei waren. Für alle anderen wird das noch ein bisschen blind sein. Für mich eher nicht. Aber egal, schauen wir mal, welche Ziele uns hier erwarten. So, auf normal haben wir 500 Loot zu ergattern. Plus, dass wir über das nördliche Tor fliehen sollen. 1000 auf Daring, also hart. Und 2000 auf Gartaf, beziehungsweise Experte. Und wir sollen niemanden töten. Ist auch mehr eine Raubmission. Und wenn ich das im Gesamten betrachte, bleibt es auch dabei. Eine City-Mission mit Raub. Und ja, man hat ziemlich viel zu kaufen, aber für 500 kriegt man nie alles zusammen. Ich würde sagen, da wir ja, also ein K.O. muss man hier mindestens machen. Warum, werdet ihr dann noch sehen. Deswegen werde ich, denke ich, mal auf das übergehen. Und ein Seilfall müsste reichen. So, machen wir einen Quick Save. Und noch was Interessantes. Wenn man versucht, diese Mission zu skippen, passiert etwas ganz Wunderbares. Ich zeige das euch mal. So, ich habe die Mission geskippt und jetzt passt auf. Es wird eine ganz andere Mission geladen. Seriously? Mission skipping? I can't believe this. I even toned down my difficulties for this, so more people can play it, and yet you still want a mission skip. Well, ain't gonna work in this one. I guess you're now stuck here. Might as well just deal with it. Ja, und dann hängen wir hier fest und kommen auch nicht mehr raus. Und das ist die kleine Bestrafung dafür. Also auf diesen Wege ist es nicht möglich hineinzukommen, also in die nächsten Missionen, durchspielen oder halt durch kleine Änderungen. Aber ich finde es halt cool, dass man das so gemacht hat, da ich finde es auch ein bisschen Quatsch ist, dass man viel zu viel Missionen skippt in Kampagnen. Wenn, dann sollte man es komplett sein lassen oder den Schwierigkeitsgrad ändern, so wie er es gesagt hat. Schaffe ich das? Dachte, ich hätte was gesehen. So. Und da sind wir am Hauptplatz. In an era that time forgot, many lives and we lost. Never forget what was lost and learn from the follies. Moment. Ich habe davon noch gar keinen Screenshot gemacht. Zack. Ich meine, Screenshot. So, jetzt überlege ich, welche Richtung ich anfange. Ich glaube, wir fangen hier an. Und 2000 Loot ist nicht schwer in dieser Mission zu bekommen. Allgemein ist Loot in dieser Mission überhaupt nicht schwer zu bekommen. Ah, jetzt habe ich schon vorzeitig das gemacht, ohne mich abzusichern. Ui, das hat geklappt. So, das Schwierige an dieser Mission ist, es gibt verdammt viele Wachen und sehr wenig Stellen, wo man... Also es gibt Stellen, wo man sich verstecken kann, aber auch viele Stellen, wo es halt nicht so richtig funktioniert. Da war doch was. So, und wir gehen natürlich über den Tunnel und da sind wir erstmal fast tot. Und ihr seht, ich habe noch andere Saves übrig. Wie gesagt, ich habe mal noch für mich gespielt. Jorun, bist du's? Denn diese Mission kann man sehr schnell verkacken. Als erstes muss man in den Untergrund, finde ich, ist die beste Wahl.
Denn hier im Untergrund kann man etwas sehr schnell übersehen, was mir leider missfallen ist. Oh nein, die Ratten machen schon wieder Suizid. Hier. Einen sehr mysteriösen Purple Stone. Und da ist die Ratte ertrunken. Und ich bin nicht daran schuld. Wäre schlimm, wenn auf einmal Mission Failed kommen würde. Insgesamt finde ich das cool gemacht. Also wenn man sich die Stadt anschaut. Die sieht schon cool aus. Sagen, wenn ein Kerl einem anderen die Schnauze poliert. Und wenn du den falschen Code durchgibst, reißt dir Truett den Kopf ab. So, jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite von den Bogenschützen. Ich hasse es, Dinge zu sehen, die ich nicht kenne. So, dann noch den Bogenschützen. Dann haben wir alle Bogenschützen weg. So, jetzt könnten wir noch da hoch, aber wir nehmen einen anderen Weg. Weil hier gibt es zwei Läden. Und wir müssen in beide hinein. Also den hier müssen wir hinein, weil es hier eine Einladung gibt, die jetzt noch keinen Sinn macht, aber später. Später macht die Sinn. Und das ist ziemlich krass eigentlich an dieser Mission. Wenn man, wie gesagt, wenn man God-Mission gespielt hat, dann gibt es nichts Sinnloses. Also es gibt schon ein paar Sachen, wo man Loot sammelt, aber es gibt sowas wie sinnlose Sachen nicht. So, das ist eine Invitation und die macht natürlich jetzt noch keinen Sinn, aber später werden wir die benötigen. Deswegen holen wir sie jetzt schon mal. Und rauben nebenbei den Laden hier aus. Um noch ein paar Wasserpfeile zu bekommen. Wobei, ich glaube gar nicht so viele. Es gibt gar nicht so viele Stellen, wo man Fackeln ausschießen kann. Eher so am Ende wird es nochmal einige geben. Einige wenige. Und diese Mission und die. Es ist ja eine kleine Mini-Kampagne. Wobei die letzte eher eine Cutscene ist. Also es sind drei Missionen. Die letzte Mission ist eine Cutscene. Und... Achso, hier war nichts. Es verhält sich wie Ambush und Framed. Oder... Hier Blutspur. Und... Botengang. Dass man den Loot ins nächste Level mitnimmt. Ich glaube, der hatte nichts. Hier hat man noch eine kleine Information. Ja, Kingston has a red ruby. Das Halloween State. Das ist Mission 2. Ich wusste ja nicht, dass man das schon vorher lesen konnte. Das ist mir, glaube ich, missfallen. Also hier hat man schon einen kleinen Hinweis auf den Rubin. Den Rubin, wie gesagt, der ist ziemlich tricky ranzukommen. Das ist wirklich tricky. Also, da habe ich... Ich muss vorsichtig sein. Man kann die Dinge auch langsam angehen. Na, vielleicht waren es Ratten. So. Wir schnappen uns erstmal so, die Kleinigkeiten hier. Der große Lootfang kommt erst am Ende. Also auf normal ist man ruckizucki mit dem Loot fertig. Und allgemein ist, wenn man weiß, wie die Mission funktioniert, ist sie auch ziemlich schnell zu schaffen. Da wir sind jetzt eigentlich vom Normalschwierigkeitsgrad schon lange fertig. Aber man kann ja wirklich die gesamte Stadt ein bisschen so erkunden. Also es ist so Exploring-mäßig gemacht. Dass man halt ein bisschen die Häuserdächer benutzt. Und hier so hier und da ein paar Sachen anschaut. Ah, ich glaube, das funktioniert ja nicht. Warte mal. Aber ich könnte versuchen, dran zu springen. So. Jetzt muss ich nur überlegen, wo das war. Hier war es nicht. Es gab hier nämlich noch ein kleines... Ich weiß nicht, ob es ein Easter Egg ist. Weil es macht eigentlich so gar keinen Sinn. Aber es könnte sein, dass das vielleicht Gott ist. Gott ist vielleicht auch dieser Keeper. So, und zwar hier hinten. Hier hinten ist nämlich auch wieder ein Keeper. Ja, ich dachte, das war Maître, aber nein, das ist, glaube ich, Gott. Und der verschwindet einfach. Bei den Cthulhu-Stattungen. Heil Cthulhu. Es ist jetzt im Grunde kein Secret, weil man hat jetzt kein Secret angezählt bekommen, aber so kommt man an einen Unsichtbarkeitstrank ganz billig ran. So, hier war es nicht. Jetzt muss ich gucken. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung gehen. Ja.
Hier kann man noch einen Dialog aufschnappen. Ich weiß nicht, ob ich das ohne Schaden schaffe hier. Oh, ich schaff's ohne Schaden. Please help me. I've accidentally dropped a special gem down this drain. Can you get it back for me? I don't have time for such trivial things. You can get it yourself. But you don't understand. This is the Krupamanthorpe family gem. I'll be a dead man if I can't get it back. Well, Taffer, then you'd better get down in the sewers and get it back. Wir haben ihn gefunden. Das habe ich zum Beispiel... Am Anfang dachte ich, es ist einfach nur ein Dialog, aber es ist ein Hinweis, dass man in den Sewers suchen soll. So, jetzt muss ich schauen. Hat der nur was bei sich? Da hinten ist ein Shop und der hat, glaube ich, einen Beutel bei sich. Ja, der hat einen Beutel bei sich. Was sehen meine trüben Augen? Den Taschendiebstahl gönne ich mir. Ich weiß auch gar nicht, ob ich alle schaffe, alle Taschendiebstähle. Ich habe mich wohl getäuscht. Was ist los? Oh, keiner hat mich gehört, sehr gut. So. Etwas schwierigere Part kommt jetzt. Jetzt müssen wir erstmal noch eine weitere Konversation abhören. Wichtig ist, ihr dürft nicht speichern. Also wenn die Konversation anfängt, ihr dürft nicht dabei speichert davor, so wie ich jetzt. Aber nicht währenddessen. Und weil wenn ihr dann ladet, dann ist die Konversation broken. Und dann ist es vorbei. Dann könnt ihr nichts mehr machen. Oh, warte mal, ich werde vorher ausrauben, bevor ich hier hinten lang gehe. Excuse me. May I have a bit of your time? All right. Please. Diese Computerstimme. I must do my job to make sure we don't have any unwanted outsiders in this city. Can you tell me the history of the statues that were built near the north entrance? Not much is known, but years ago I was told that a group of midges were settling in this city wanting to erect a midges guild building. It was near complete. But there was a horrific accident. Really? What happened at the Mage's Guild? Was macht der denn da? I'm not sure, but it had something to do with the Undead. Seems to me that it's just a crazy tale to attract attention to the city. Anyway, there is now a mansion where the tale stated that the Mage's Guild once stand. However, there is that round building that nobody can get in. It's been there at least as long as the statues. Interesting. Maybe one of these days. I'll try to see if I can visit that mansion. It's located to the very south end of the city. But good luck doing so. The owner only lets us select few. Interesting. I may just pay a visit to that mansion myself. So, jetzt haben wir einen zusätzlichen Auftrag und den, der ist wichtig halt zu machen, weil man sonst nicht in Mission 2 reinkommt. Und zwar sollen wir herausfinden, was mit den Magiern hier auf sich hat. Man hat ja schon im Intro, im Briefing schon ein bisschen was erfahren. Das, wie gesagt, das ist, es geht in diesen Missionen um ein Zepter, was wir verkaufen wollten. Und was halt sehr viel Ablehnung verursacht hat. So, hier ist ein Secret. Dann sind wir schon bei 1300. Wie gesagt, das Loot zu kommen ist nicht schwer. Den habe ich ausgeraubt. So. Hier können wir noch hier hinten lang. Auf Expert ist ja hier eine Wache mehr. Also es gibt wieder sehr viele Unterschiede zwischen Experte und Normal und Hart. Solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Ich würde sagen, wenn ihr noch nie mit einer God-Mission gespielt habt, das empfehlt ihr euch selber. Shit, der Typ hat mich mitbekommen. Dann spielt auf normal. Dann spielt wirklich auf normal. Das ist empfehlenswert. Übrigens ist es ja, ich denke mal, ist euch schon aufgefallen. Die Fans, die Lichter gehen ein und aus. Mit der Zeit. Okay, okay, der kann weit. Oh, der sucht nach mir. Das ist nicht gut. Über die Kanäle. Und der sucht weiter
in den Kanalisationen, beziehungsweise will sein Dings wieder haben. So, und wenn man nämlich die Konversion startet, dann werden zwei neue NPCs gespawnt, die sonst nicht da sind. Deswegen muss man diese Konversation mitmachen. So, hier hinten komme ich jetzt wieder zurück zur Einstelle. Ja. So, jetzt müssen wir im Grunde genau in die gegengesetzte Richtung laufen. Fuck, das war laut. Diese Kante war... Die Kante ist seltsam. Es gibt auf jeden Fall hier genug Stellen, wo man hoch kann. Ich muss jetzt nur gucken. Es gab hier irgendwo noch ein kleines Fenster. Das will ich nicht unbedingt verpassen. Ah, diese Helmis hier, die... Warum die gelb sind, weiß ich nicht. Hallo? Aber auf jeden Fall diese Helme lassen sich natürlich nicht K.O. schlagen. So, hier, diese Statuen hat sie gemeint. Hier gibt es ein kleines Geheimnis. Und dieses Geheimnis können wir erst lüften, wenn wir noch einen zweiten Edelstein haben. So, jetzt kommen wir auf die zweite Seite. Das ist übrigens ein schönes Gebäude. Sieht echt schön aus. So, dann die Rotrunde. Und hier gibt es halt so einiges zu entdecken. Erstmal kann man jetzt hier sowieso schon mal hinein. Das ist so ein kleiner Mechanistenbereich. Und wir haben ja von der guten Frau diesen Schlüssel hier gestohlen. Für eine persönliche Truhe. So. Das scheint hier so eine Art Wartungsbereich zu sein für die Roboter. Hier. Warning. The children of Karas, the delay are very unstable and I need a repair. Draw near at their own risk. Also näher zu kommen, vor allem wir da steht hier, ist ein eigenes Risiko und das hat doch guten Grund. Das letzte Mal habe ich mich voll erschreckt, aber ich glaube, den muss man aufwecken. Wach auf! Ich glaube, über das letzte Mal bin ich etwas schneller gelaufen, auf ihn zugelaufen, da ist er sofort aufgestanden. Ja, der hat eine Schlafanimation. Ich wusste, dass das gar nicht... Also, eigentlich, klar, geht. Aber ich wusste nicht, dass es eine Animation dafür gibt. Ich glaube, die hat er da selbst gemacht dafür. So. Wir sind aber jetzt für den Loot hier. So. Und es zieht als Secret. Obwohl man den Schlüssel halt grabben kann. Und dann noch einen weiteren Heiltrank. Heiltränke kriegt man sehr oft. Das ist schon ziemlich auffällig. Ja. Das war so der erste Troll in dieser Mission. Der mich, wie gesagt, welche, die mir zugeguckt haben beim ersten Playthrough von dieser Mission, die werden sich noch an diese Stelle erinnern. Und an meinen Ausraster danach. So. Jetzt können wir hier noch... Ah. Mit der Frau hinterher. Kevin, bist du's? Fuck. Ach, das war die Stelle, wo ich nicht irgendwie leise runterkomme hier. Ach, jetzt. So, so ein kleines Hotel hier noch. So, wir haben die 2000 Loot schon zusammen. Aber ich will mehr. Ich will mehr. Was sind schon 2000 Loot? In dieser Mission gibt es viel, viel, viel mehr. Beziehungsweise, wie gesagt, zählt die und die nächste Mission als eine Mission. Und deswegen ist es eine Mini-Kampagne. Dann die Brille, die nie was wert ist. Und hier ist nochmal ein kleines Tagebuch. Achso, in between Control and Progress. A work in progress. Control can be powering to choose that want it. Alternate position of the control can desire it. Shift the roles of two for a mysterious event and the conflict between them in the conference tent is the conflict going to end or forever reiterated. Bad will change over to good and the conflict eliminated.
Aber warum wird hier eigentlich nicht Steuerung noch mit eingegeben? Achso, doch, hier Control. Control, Alt, Shift und End. Ja, und da wahre Worte. Es bringt nichts, diese Kombination in dieser Mission zu machen. Das finde ich ganz gut. Wie gesagt, anfangs dachte ich mir auch nur so, was? Aber das ist so typisch. Das ist typisch Gord. So. So, jetzt ist nämlich hier in diesem Gebäude sind jetzt zwei Menschies drin. Die sind vorher nicht da drin. Ist es wahr? Did someone steal your family's red ruby? Yes. As I was about to open my door to my home, I've noticed that it was already open. From what I've heard on the streets, there was a figure of a person coming out of your home and was heading to the western area of the city. Whoever it was, they knew exactly where to search. I have a good idea of who that might be. That Coopamanthrop wench must have taken it. Do you want me to deal with it? Yes, but don't have it linked to me. Perhaps you could get the ruby swapped with a fake that has a surprise for her. I'm sure her servant was the one who broke in and took it. Okay, say no more. I have just the thing for the job. I shall return after I have the ruby. Until we meet again. Well now, let's follow this guy and take the gem by knocking him out after he gets it. So, jetzt können wir speichern. Also das ist jetzt eine kleine Assassin's Mission, wo wir wirklich den Typen folgen müssen, ohne dass sie bemerkt werden. Denn wenn ihr dieses Event verkackt, ist das ein Gamebreaker. Das ist übrigens, was ich nie so an... Wie gesagt, es ist, glaube ich, bei The Rebellion of the Builder dasselbe. Gibt es, glaube ich, auch Gamebreaker, die man in der Mission schaffen kann. Oh nein. Hat sie mich gesehen? Cool, hat funktioniert. Achso, wir hätten noch hier hochgekonnt. Okay, das machen wir auf dem Rückweg irgendwie. Oder wir sind schnell genug, warte mal. Der kommt ja jetzt hier nochmal lang. Fuck. Da ist er noch, gut. Ich beeile mich. Weil das darf man nicht verkacken. Achso, wegen dem Federfalltrank. Schnell, 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 schnell. Da hinten ist er. Gut. Hab noch Zeit. So, und da läuft nämlich zu einer weiteren Person, die getriggert wurde. Und der wird jetzt einen Rubin stehlen. Von dem Typen hier. Und das muss man halt rechtzeitig machen. Was war das für ein Geräusch? Da ist nichts mehr. So. Hallo, wer ist da? So, und jetzt könnten wir ihn erst den Rubin abnehmen. Anders funktioniert das nicht. Wie gesagt, ihr könnt ihn noch später K.O. schlagen. Aber, ja. Ach so, halt, jetzt kann ich ja zu den Statuen. Jetzt kann ich euch zeigen, was es mit den Statuen auf sich hat. Aber das, wie gesagt, funktioniert nicht so richtig. Das ist, wie gesagt, ich finde es immer ganz gut, wenn man das während, nach dem Clown direkt macht. Vorher funktioniert es überhaupt nicht. So, hier einen einsetzen und hier einen einsetzen. Dann verschiebt sich die Statue und ein geheimer Schlüssel wird frei. Natürlich, nachdem die Wache weg ist. Genau in meine Richtung. Komm, Kusch. Geh. Ich will weitermachen hier. Ich will weitermachen. Hallo? Irgendjemand da? Ich glaube nicht. Der hat auch nichts Relevantes, oder? So, jetzt haben wir den Schlüssel für die Mage-Rotunda, woran wir schon vorbeigelaufen sind. Ich hab mir das Ganze wohl eingebildet. Und... Oh Mann, ich glaub, das war wohl nicht. Wobei, warte mal, ich habe eine andere Idee. Wir gehen erstmal in diese Richtung, weil hier... Wir haben ja noch einen Schlüssel von den Typen geklaut. Estate Door Store. Also Eastside Door Store. Und...
Das ist gleich hier vorne. Da kriegt man noch sehr viel Loot zusammen. Also für die Leute, die jetzt zwischenzeitlich nicht den ganzen Loot finden sollten, es ist dort noch die Möglichkeit. Oh oh. Start und Modus. Boop. Hey, Hände. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Schade, schade, wirklich schade. Wir warten hier. Aber, was war das? Das Gute ist, dass man das ganze Dach immer nutzen kann. So. Hast du das auch gesehen? Wer ist da? Fuck. Fuck, 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 fuck. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Dass der mich sieht. Aber gut, wir werden mich gleich wieder verlieren. Kommt, geht wieder euer Wege. Ihr habt was bemerkt, aber ihr wisst nicht, dass ich wirklich da bin. So. Den Schlüssel brauchen wir dann nicht mehr. Den können wir dann hier abstellen. So. Und da sind wir im Shop drin. Wo man wirklich nochmal richtig viel Loot zusammenbekommt. Wie gesagt, viele müssten meinen, dass diese Mission zu schnell man den Loot rankommt. Jetzt kriegen wir hier noch einen weiteren Schlüssel für Westside Shop Moneybox Key. Woran man nicht so leicht rankommt. So, und diese Dinge habe ich nie rausgefunden, wie man die... Ah, okay. Das muss mit den Fix passiert worden sein. Also in der alten Version, einer 1.1-Version, waren die Dinger verschlossen. Ich habe die 1.2-Version mittlerweile runtergeladen. Die hat auch einen Bug in der zweiten Mission irgendwie behoben. Und auch einen Bug, glaube ich, in der ersten. Also hat auf jeden Fall ein paar Bugs behoben. Und jetzt sind die Dinger einfach offen. Das ist auch nicht schlecht. So, jetzt muss ich nur überlegen. Jetzt muss ich auf die Dächer... Das ist nicht gut. Ich sehe nichts mehr. Hier ist er! Greif! Der ist hier warnt. Durch das, dass er mich vorhin schon gesehen hat. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Können wir noch einen alternativen Weg gehen? Naja, doch, wir können noch die Kanäle nehmen. Vielleicht vergisst er mich dann. Durch die rattenverseuchten Kanäle. Im Übrigen habe ich, glaube ich, noch keinen Käse gefunden. Ich glaube, diese Mission hat keinen Käse. Und das ist eigentlich nicht gut. Ich glaube, das gibt auf jeden Fall ein paar Minuspunkte. Also eine Fanmission ohne Käse ist schon... Das ist keine schöne Fanmission. So, jetzt sind wir wieder hier hinten, wo die Mechanistin rumläuft. So, hier könnten wir eigentlich auch nochmal auf die Dächer kommen. Aber das ist, glaube ich, nicht relevant. So, wenn wir hier hinten lang gehen. Warte mal, was war hier? Hier war nur eine Stelle zum Verstecken, ne? Ja. Fick dich doch! Mann! Okay, wir gehen gleich hier hinten lang. Da hat man so viele Möglichkeiten und trotzdem scheitert man dann an sich
Dingerchen hier. Mann! Da hoch. Das schaffe ich, glaube ich, nicht, wenn da so viele rumwuseln. Jetzt sind wir wieder hier hinten. So, jetzt weiß ich nicht, ob der sich nochmal umdreht. Der läuft auch so ganz komisch. Ha, hier haben wir ein schönes Versteck. Ja, er dreht sich nochmal um. Jetzt gehen wir nochmal an die andere Seite. Das ist der Westside-Shop da hinten. Haben nichts verbrochen, außer dass ihre Mägen knurren. Wann schnappen wir uns endlich die echten Verbrecher? So, und das ist den Ausgeraubten, der lief in diese Richtung hier. Bloß, hier hinten kommen wir nicht lang. Hier sind einfach zu viele Wachen. Das betont Garrett auch. Außerdem ist da auch noch Loot. Aber es gibt eigentlich nur... Es ist schwierig, da hin und zurück zu kommen. Wir können es ja probieren. Also ich habe noch einen Unsichtbarkeitstrank. Den könnte ich versuchen zu nutzen. Ist da jemand? Das war laut. So, wir müssen aber jetzt erstmal auf das Dach da kommen. Oh Mann. Ich glaub, das war wohl nichts. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, wie ich am besten dorthin komme. Darüber irgendwie, da hoch. Hallo? Wer? Das Licht ist einfach an ihr. Ich glaube, ich habe was gesehen. Wer weiß, was das ist. Fuck. Das Licht ist an ihr. So eine Scheiße. Ist der jetzt. Das ist ja normal, okay. Ich glaube, ich habe was gesehen. Was macht der da? Mensch! Was mir in der alten Version von der Mission auch, also der 1.1, gestört hat, es gab einen Untertitel, den man nicht ausstellen kann. Okay, wir warten, oder? Die sind ein bisschen aufmerksamer als normale Wachen. Und dann haben sie noch so komische Schlenker. So. Ich glaube, ich habe was gesehen. Nein, hast du nicht. Die Rotunde, die können wir übrigens noch nebenbei öffnen. Bevor wir versuchen, seinen Weg nach oben zu bahnen. So. Halt nicht die Seite, das hier. So, den Schlüssel brauchen wir dann wieder nicht. Und... Hier kriegen wir die Geheimnisse über dem, was wir finden sollten. Ja. So. The Secret of the High Mage Uzejar's Scepter. Oder Uzejar's Scepter? Ja, hier wurde ein bisschen über das Scepter gequatscht. Und in der nächsten Mission sollen wir uns das besorgen. Und es hat hier irgendwas wieder mit Edelstein zu tun. Aber den Ganzen habe ich mir noch nicht so auseinandergesetzt. So. Und jetzt merkt man auch, die Musik hat sich geändert. Die gute alte Assassin's Music. Wir sind jetzt übrigens schon bei über 4000. So, und diesen Schlüssel, den werden wir abschließend noch benötigen. Aber ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch noch den Westside-Job. Shop. Achso, wie gesagt, wenn wir fertig sind, müssen wir zum Hellevin Estate aufbrechen. Und dazu müssen wir über das Südtor gehen. Hallo? Zeig dich. Du hast keinen Beutel bei dir, so. Hallo? Irgendjemand da? Ich weiß es nicht, ich gucke mal. Doch. Beinahe vergessen. Beinahe vergessen. Ach, die schon wieder. Tja, der Absprung jedes Mal ist ein bisschen crazy. So,
So, jetzt muss ich nur die Stelle finden, wie ich auf das Dach komme. Warte mal, vielleicht hier an der Stelle? Nee, das ist zu hoch. Das ist nicht die Stelle. Wer war das dort? Ich habe es gesehen. Hört mit Hilfe. Ah. Was interessiert dich das, wenn ein Mann in Schwarz gekleidet so auf den Straßen rumläuft? Das kann dir doch egal sein. So. Aber jetzt läuft sie weg. Oh, jetzt bin ich nicht mehr interessant genug. Soll ich hier noch die Dinger löschen? Machen wir es mal. War es nicht. Ach so, von hier aus könnten wir vielleicht da hinkommen. Weil hier, das ist nämlich die Südseite. Mit dem Südtor. Es gibt übrigens keine Karte in dieser Mission. Hätte ich mal gleich am Anfang anmerken sollen. Keine Karte in dieser Mission. So. Kurz am Arsch gefasst. Und jetzt sind wir am Ende des Ziels. So, hier müssen wir zum Schluss rein. Ja, Verzeihung. Ich hatte heute sehr duftig gegessen. So, hier haben wir einen kleinen Lootbatzen, der versteckt ist. Wobei, warte mal. Ich habe hier nie geguckt. Nee, hier war kein Lucky Coin oder so. Der ist dafür eine Etage höher. So, hier ist nochmal eine To-Do-List. I find out what type of metals I can get from the city. Look for any unusual landmarks that are unsavory. Report to the high priest about my findings. So, hier ist fast dasselbe. Achso, das Beste ist hier das hier. Understand why half of this city is obsessed with the word ball. Ball! So, und hier haben wir nochmal einen Lucky Coin. Also ihr seht schon anhand des Lootes, wir haben jetzt die doppelte Menge. Es ist nicht schwer. Also es gibt wirklich genug Loot. Also da dürften die meisten sich nicht beschweren können. So, jetzt springe ich hier erstmal rüber. Und wir versuchen jetzt unseren Weg bis da hinten hin zu dem Westside-Gebäude. Da hinten ist es nämlich, das Westside-Shop zu bahnen. Und das ist schon echt cool gemacht hier, so dass man hier so auf den Straßen so herumlungern kann. Was aber leider auch dafür, dass man wirklich zu sehr exploit. Übrigens hier hinten, hier ist nochmal ein Edelstein, oder? Wo kann man ihn sehen? Da. Wir könnten mal mit einem Federfall runter und dann mit einem Unsichtbarkeitstrank an den Wachen vorbei. Und das werde ich, glaube ich, versuchen, damit wir auch an den gesamten Loot, den ich bisher gefunden habe, rankomme. Ob es der gesamte Loot dieser Mission ist, weiß ich nicht. So. Aber es ist auf jeden Fall einiges. So, jetzt sind wir im Westside-Shop. So, vorsichtig, man kann sich hier leicht stoßen. Und hier ist die Moneybox. Also wenn man sie vorher findet, bevor man den Schlüssel hat, dann ist es ätzend. So, jetzt sind wir nämlich schon bei über 6000. So schnell steigt der Lootwert. Und, I hope you have fun with this mission. Also, see this mission. Oh Gott. War passt perfekt, nur falsche Seite. Jetzt scheitere ich an allem. Jetzt scheitere ich wirklich an allem. Nein, du musst ein Stück weiter vor. Übrigens, ich mache mal einen Hardsave hier, warte mal. Oh, wir sind erst bei einer halben Stunde. Na gut, mit Minus, Plus, Loud Zone
Zeiten, so wie jetzt gerade. Das ist ja mega laden. So. Okay, nochmal. Und ich glaube, es war ganz gut, dass ich nur dass ich keinen Seifer gekauft habe. Ich glaube wirklich Wasserpfeile. Ich weiß nicht, wie es sich in der nächsten Mission verhält, ob wir das Zeug mit in die nächste Mission nehmen. Ich weiß nur, dass der Loot gleich bleibt. So. Und wir müssen jetzt hier irgendwie runter. Aber vorsichtig runter. Ich würde sagen, wir tryen das einfach. Mal sehen, was das war. Für den falschen Alarm bekommt man keine Ruhe. Hört auf, zeigt euch zu albern! Zeigt euch! Keine Sorge, ich finde euch schon. Verstecken nützt euch gar nichts! So. Hier haben wir nämlich noch einen kleinen Klunker. Warum ist man da im Hellen? Kommt heraus und kämpft. Schaffe ich das? Try. Wer spricht da? Haut ab, komm mir nicht so nah. Was war das? Hier sind die Bestohlenen. Okay. Und ich habe sogar noch den Taschendiebstahl geschafft. Die Wachen sind auf einmal alle weg gewesen. Als würden die wissen, dass ich da hinten bin. Die Schweine. Okay, okay. So, gut. Damit haben wir die zwei Tränke gut genutzt. Den einen K.O. musste ich leider machen. Und wir können jetzt die Mission beenden. Wir haben, wie gesagt, jetzt brauchen wir nicht die Invitation. Die sind überall. Was ist da los? Wir benötigen nämlich jetzt die Invitation. Hier. Die benötigen wir nämlich jetzt. Die hätten wir nämlich dann nachträglich noch holen müssen. Ihr kommt so vor, als hätte ich irgendwie noch ein Fenster vergessen, noch irgendwas auszurauben. Was ist das? Warte mal, die hängen jetzt nicht mehr fest. So, jetzt wieder auf, speichern. Vorsichtig, Runa. Okay. Also mir macht die Mission schon sehr viel Laune, wenn man weiß, was man machen muss. Aber für Neulinge ist diese Mission absolut brutal. Gerade wegen den Gamebreaker. Ist das schon schwierig. Ansonsten ist es eine reine City-Mission mit bisschen diebischen Aspekt. Dass man einfach nur, also mit Loot sammeln beschäftigt ist. Da drüben. Was ist los? So, jetzt sind wir wieder hier hinten. Und jetzt dürfte auch hier keine Wache mehr sein. So, und jetzt werden wir unsere nächsten Wasserpfeile benutzen müssen. Ich hoffe, ich habe wirklich nichts vergessen. Das ärgert mich dann wirklich, wenn am Ende doch noch irgendwas fehlt. Aber ich glaube, man sieht den gesamten Lootstand noch nicht von dieser Mission, denke ich. So, dann gehen wir mal hinein. So, in diesem Gebäude gibt es nichts außer zwei Wachen. So, Taschendiebstahl ist gemacht. Okay. So. Wie soll ich denn bitte etwas sehen, wenn es ständig dunkel wird? Dass sie sich jetzt so erschreckt hat, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Denkst du, du kannst dich vor mir verstecken? Okay, so geht's natürlich auch. Oh, jetzt guckt sie in meine Richtung. Perfekt. So,
Hier, die Einladung. You don't really look like someone's servant to me. But I am new here and I barely know anybody in this city. Well, off you go then. Just stay out of trouble. Lass mal sehen, wie du als Stachelschwein aussiehst. Ja. Halt still, dann tut's nicht ganz so weh. Der denkt sich, oh, was ist hier los mit der Dame? Egal, wir haben's geschafft. Auftrag erfüllt. So. A City with Opportunities. Das war Mission 1. Wie gesagt, wir haben den gesamten Taschendiebstahl gemacht. Ein Secret fehlte noch. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das letzte Secret war. Hatte ich das gefunden? Ich glaube nicht. Und noch ein bisschen Loot. In dieser Mission. Wahrscheinlich hat das mit den Secrets zu tun. Und in der nächsten Mission gibt es dann auch nochmal extra Loot. Aber ich glaube, wie gesagt, wir nennen das ja alles in die nächste Mission mit rein. Wie gesagt, ich gebe jetzt dieser Mission noch keine Wertung dazu. Da sie nicht abgeschlossen zählt, da es noch einen zweiten Teil dazu gibt. Deswegen lasse ich jetzt erstmal die Wertung dazu und sage nur persönlich, war sie okay. Und wir sehen uns dann in der nächsten Fanmission von Gott. Also zum zweiten Part sehen wir uns dann wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.